Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Elden Ring. Heute geht es weiter hier im, Wo sind wir denn überhaupt reingekommen? Hier? Nee. Im Grab des Volkshelden. Wo ist denn der? Hä, wo ist nochmal der Eingang, wie wir hier reingekommen sind? Ich weiß es gerade nicht. Hier? Ja, hier. Grab des Helden von Gelmir. Wir sind arschweit weg von dort. Aber ich würde sagen, ich glaube, das letzte Mal waren wir hier. Und jetzt schauen wir hier weiter. Ich habe keine Ahnung, wo es hier noch lang geht. Hier ist das Ding, was... Dreht es um? Ja, es dreht um. Das heißt, wir gehen ganz kurz hier rein. Let's go! So, jetzt ist die Frage, geht's weiter runter oder... Nee, da ist nur Lava. Da ist nur Lava, nicht gut. Okay. Wir schauen, dass wir nochmal hier dem nachgehen. Und ich glaube, unser Weg führt uns eher nach oben. Hoch! Das wird knapp. Ich hätte nicht zögern sollen. Ah! Ich hätte nicht zögern sollen. Halt. Ah, oh. Die Lava macht ihn endgültig tot. Das ist nice. Okay. Waren wir hier? Ja, hier waren diese Dinger. Oh, hier rein. Das heißt, hier lang müsste es dann so roundabout Richtung Eingang gehen. Ja, okay. Und weiter runter kommen wir nicht, weil der da nur Lava ist. Okay, dann warten wir mal ganz kurz. Dann heißt es, muss oben irgendwo weitergehen. Wahrscheinlich kommt er dann über irgendwelche Umwege von oben nach unten. Würde ich jetzt mal tippen. Hier ist eine der Plattformen, wo umdrehen, oder? Ja. Hier waren wir, soweit ich weiß, ja schon. Hier sind auch keine Gegner mehr. Okay, hier kommt er nicht rein. Jetzt sind wir nicht jetzt wieder am Anfang. Wir sind doch jetzt hier wieder am Anfang. What the fuck? Ich höre ja auch hier. Ja, hier ist der Anfang. Die Dinge habe ich aber letztes Mal schon ausprobiert. Dahin? What the fuck einfach nur? Das ist irgendwie genau hier hinter mir. Oder unter oder neben mir. Aber das da vorne ist wirklich so der einzige Weg, den wir haben. Ich bin verwirrt. Ah, ich hasse dich. Geh auf. Das war knapp. Vielleicht mal diese ganzen Dinger checken. Nee. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich irgendwie in die Lava reinspringen muss an einer bestimmten Stelle. Vor allem die, die nicht irgendwie special markiert ist. Hä, hey, jetzt fährt der... Warum fährt der weiter runter? Ich wollte gerade sagen, haut der jetzt einfach ab, oder was? Ich meine, wir haben ja recht, aber... Oh, jetzt geht er in die untere Hälfte, okay. Okay, hier ist auch nochmal Pause. Aber es sind nicht unterschiedliche... Okay, es sind nicht unterschiedliche Wege. Also nicht, dass wir jetzt hier auf einmal doch woanders sind.
Moment, sind das... Der kann ja nie so schnell da... Sind das zwei unterschiedliche... Herr Dyson... Ich bin jetzt komplett verwirrt. Das hier... Da oben ist einer und hier unten ist ein anderer. Okay. Hä? Der hat keinen Dude. Der hat keinen Helden aufgeschnallt. Oder... Oh. Aber das ist alles voll Lava. Okay, wenn das alles voll Lava ist, heißt das wahrscheinlich, dass ich da auch grundsätzlich nicht... Weil ich dachte, die ersten Alcoves sind vielleicht noch mit Steinen bespickt. Oh. Ah ja, genau, da kam man dann raus aus dem Zwischenraum. Hier waren wir auch schon. Oh nein. Ich dachte, er fährt weiter nach oben. Okay, nee, aber das heißt, es wird wahrscheinlich dann hier... Ah, Moment, nee, hier waren wir schon. Ich bin endgültig verliebt. Genau, da war nur das eine Item. Das haben wir schon. Okay, das ist nicht angenehm. Okay, ich glaube, hier oben waren wir noch nicht, oder? Ja, hier ist zumindest ein Item, aber hier ist nichts anderes. Das ist belastend. Angst. Oh! Ich kann da in der Ecke stehen, Gott sei Dank. Oh, muss gleich wieder in der Ecke stehen. Hä? Fuck off! Okay, bleib schlecht. Na, fuck you! Okay, wie komme ich hier wieder hin? Beziehungsweise, wo komme ich denn da von da weiter? Ich verstehe es immer noch nicht. Also, ich verstehe, dass ich hierher komme. Habe ich dann in dem Raum mit den Feuerspuckviechern was übersehen? Muss ja eigentlich. Und... Oh, Moment. Das Auge der Bestie zittert. Ich weiß noch nicht ganz genau, was das bedeutet. Ich hoffe, das bedeutet nicht... Na, erstens einmal schauen wir, ob hier drunter noch was ist. Okay, nee, das ist ein Stein, Steinsäule. Ich hoffe, das bedeutet nicht, dass wir zum... zu dem Dude müssen, der die... Moment, das habe ich schon geschlagen, oder? Ja. Ich hoffe, das bedeutet nicht, dass wir zu dem Dude müssen und der muss uns für hier irgendwie einen Tipp geben oder irgendwelche Ausrüstung oder sowas. Ja, jetzt sind natürlich wieder alle Wichser da. Es ist natürlich ganz super. Von wo? Irgendwer hat mich gerade beschossen. Da unten, oder? Der Wichser. Hier ist ein Item. Okay. Und let's run. So, Grabpfeilchen. Der ist jetzt ziemlich weit. Der ist jetzt weit runtergefahren, aber die Sache ist, da ist dann halt immer noch nur Lava. Ja, ob es irgendeine Signifikanz hat, dass das Ding so einen Typen drauf hat. Ob es irgendeine Relevanz hat, dass das Skelett dumm ist. So, kill es! Achso, das hat die Lava schon gemacht. Okay, forget it. Ich weiß nicht, ob das zeitlich genug war. Oh. Ah, Moment. Na?
Nee, aber das Ding, das ist quasi... Das Ding hier ist der Rückweg hier links. Genau. Da waren wir letztes Mal. Hier sind die ganzen... Oh! Ist der Wichser wieder. Oder einer von den Wichsern, besser gesagt. Aristokratenkleidung geändert. Dass das Aristokraten sind, ist ja auch ein bisschen weird. Ich stelle mir Aristokraten ehrlich gesagt ein bisschen anders vor. Hier habe ich aber, glaube ich, auch nachgeschaut, ob Wände sind letztes Mal schon. Ich bin halt sehr verwirrt, wo es weitergeht. Offenbar sind teilweise verstehe ich nicht ganz, was es mit den Backsteps hier auf sich hat. Moment, hier habe ich aber auch geschaut, oder? Nee. Aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass hier eine unsichtbare Wand des Rätsels Lösung ist. Das hätte ich gerne. Dankeschön. Dann sind wir aber nur wieder schon bei den Pillern. What the fuck, einfach nur. Oh! Ja, das ist ja immer so, dass das... Ja, okay. Moment. Es bringt mir erstaunlich wenig. Ich dachte, ich habe gerade den Code geknackt. Es gibt mir nur ein bisschen Zeit, hier mich umzuschauen. Und hier reinzulaufen, ohne zu sterben instant. Es... Nochmal? Ne, draufschlagen hintereinander bringt nur, dass es wieder... Und die drehen sich auch nicht, dass ich irgendwie die Wand hier wegsprengen kann mit Feuer oder was. Also... Oh! Au! Vielleicht sind die auch nur deshalb unterschiedlich aussehend, damit man sie unterscheiden kann. Da oben können wir hin. So, jetzt holen wir uns den Shit. Aber hier oben ist man so hart stuck. Okay, ich habe versucht durchzurollen. Gold. Lauf. Auf. Oh Gott. Okay, das ist... Da oben hin ist grundsätzlich geschissen, wie es aussieht. Okay, dann gehen wir nochmal runter. Vielleicht war ja in dem einen Raum, wo das eine etwas größere Vieh war, noch irgendwas, was ich nicht gecheckt habe. Das ist jetzt nicht gut. Oh, oh ja, da warst du. Genau, 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 genau. Wo ist es jetzt? Oh, da kommt's. Ja, aber Alter, hier komme ich nirgendwo hin. Das ist, ich meine... Ja, aber hier waren wir schon. Hier ist... Genau das... Ich weiß nicht, ob das Teil wieder da ist. Ich hoffe mal nicht. Klar, der Bluthund ist wieder da. Und, aber wie sind wir denn von hier aus wieder weggekommen? Weil hier ja safe nicht, oder ist hier eine... Ne? Hier war ja auch keine Leiter nach oben oder irgendwo lang. Und hier kann man auch nirgendwo hinspringen oder was. Ich meine, tendenziell hier war ein Item, also vielleicht, dass man gedacht, okay, schau mal hier raus. Aber hier ist auch kein Podest irgendwo, wo man weitergehen kann, oder ich sehe es zumindest nicht. Und einfach da runter in die Lava stürzen will ich mir jetzt
Wenn geht auch nicht. Wir machen nochmal den. Okay, man kann den nicht. Okay, ne? Ich bin echt verwirrt. Wenn ich... Ich meine, es gibt zwei Pfade mit Lava. Ja, da ist halt Lava. Aber das sind zumindest relativ erkennbare Pfade entsprechend. Oh, Moment. Moment kurz. Komme ich hier da in die Ecke? Ja, okay. Moment, schau jetzt nochmal. Ich habe eine Idee. Moment, ich habe eine Idee. Ist das der... Das ist der untere, der ohne den... Dann hat es vielleicht doch einen Sinn, dass der keinen Dude hat. Meine Idee ist nämlich, der macht hier so ganz langsam Stopp. Ich werde jetzt sicher sterben, aber... Ha, es hat funktioniert! Es klappt! Ist das... Ich hoffe mal, dass es so gedacht... Ha. Nein! Okay, macht nichts. Ich glaube, das ist so gedacht gewesen. Holy shit. Bestienblut. Das heißt, es hat... Das heißt, meine Observation, dass das kein Reiter hat, war schon richtig. Wie kommen wir jetzt aber wieder zurück, ist die Frage. Vielleicht müssen wir auch nicht zurück und hier ist einfach der Boss. Aber wenn hier der Boss ist, wäre das echt ein bisschen auch Arsch, je nachdem wie stark der ist. Na gut. Offenbar aufs Beste. Das fühlt sich jetzt wiederum der Eingang wie einen anderen Teil der Katakomben an, okay? Da hinten ist ein Boss, nee. Oh, hier ist eine Statue von Marika. Okay. Ich frage mich, weil der obere hat ja auch so einen Lavaweg dann gehabt, ob ich da auch drauf komme. Aber der hat halt keinen Reiter gehabt, der uns hier runtergebracht hat. Der andere schon. Der andere Streitwagen. Interesting. Aber ich weiß nicht, ob das ein Rätsel war oder ob ich nur wahnsinnig dumm war, das nicht einfach zu checken. Aber holy shit, das war cool. So! Heldenhafter roter Wolf. Blim, blim. Erinnert mich gerade hart an Sif. War das ich oder war das er? Keine Ahnung, aber der war sau easy. War nicht mal ein großer Gegner. Asche des Bluthund-Ritters Flo. Ist das eine von den besseren Aschen? Wusch, kann ich ja eh hier auch schon. Das ist eine von den besseren Aschen. Also eine von denen, die mit, aber eine von den schlechteren der besseren Aschen. Weil der hier hat eigentlich tendenziell geilere. Hat mehr Stats halt. Übrigens... Haben wir eigentlich schon mal die versucht zu rufen? Jetzt habe ich übrigens mein Ding wieder weggemacht. Haben wir, weil das ist mir jetzt gerade auch erst so aufgefallen, der eine Dude sagt ja, ich soll mit der quasi reden.
wo das Stuff ist. Und ich weiß nicht mal mehr, ob die das uns damals gesagt hat. Sie hat auf jeden Fall gesagt, wir können sie rufen. Huh. Okay. Hier ist immer eine Kiste. Ich bin gespannt, ob das jetzt wirklich alles war. Wäre ein bisschen wenig, sage ich jetzt mal, dafür, dass es so... Es war sehr, sehr elaboriert, sage ich jetzt mal, der ganze Schose hier. Deswegen zittert das Bestienauge. Das heißt, wir können jetzt wieder zu Gurag. Oh ja! Wir können jetzt auch wieder schnell reisen. Das heißt, wir haben das Ding hier beendet. Und holy shit, das ist hier den ganzen Untergrund gewesen. Hat aber keinen Zugang zu dieser Inquisition, wollte ich jetzt sagen. Und hab's jetzt auch gesagt. Ja. Ich würde aber sagen... Moment, wo geht's jetzt am besten weiter? Okay. Da drüben war der Zauberer, der Urzauberer. Und wir haben Selens Quest gemacht oder weitergeführt. Hier sind wir... Ja, genau, hier war das. Fuck that. Wir machen jetzt Folgendes. Erstmal, wir bringen die Todeswurzel zu dem und hoffentlich chillt der. Haben wir mehr als eine davon eigentlich, oder? Wo sind die? Sind das Key-Objekte? Wahrscheinlich, oder? Zwei Todeswurzeln. Diese werden von dem Bestienkleriker gesucht und verschlungen. Ich gebe mal nur eine. Bestienklaue wird uns für uns nichts bringen, aber hey. Okay, das ist das. Das ist dasselbe. Nächste Todeswurzel. Stein von Durang. Kurang. Okay. So, meine Sache ist jetzt eine Sache, die ich nie, jetzt nicht weiß, weil... Oh! Der Transfer meiner Daten hat sogar hier meine Einstellungen dahingehend übernommen. Das ist nice, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay. So, meine Idee war jetzt, erstmal Tafel der Gnade aufsuchen und dort schauen, ob wir... Der Urschimmerstein zittert. Es scheint, als wäre Sellens Körper gestorben. Oh, shit. Können wir vielleicht jetzt das hier verwenden? Nein. Kolosseumkampf, das ist wahrscheinlich wie in Dark Souls 1 so ein Multiplayer-Ding. Ich kann die auch nicht verwenden hier. Vielleicht muss ich zuerst nochmal mit dem reden. Ich frage mich, ob wir jetzt irgendwas mit Zellen machen können. Oh, was jetzt wohl passiert, wenn wir deren Korps... Find the Albinoric. She hides in a cave to the west of the Lascuru. She knows the location. Hm. Dahingehend weiß ich auch nicht mehr so ganz. Der Dude ist immer noch da, den müssen wir aus Lindell befreien. Wir haben keine Klangperle von Zellen. Oh, aber wenn wir keine Klangperle von Zellen haben, das heißt... Hm. Ich habe zwei Ideen, was Zellen angeht.
Aber erstmal schauen wir, dass wir jetzt den Kristalliner nämlich aufwerten nochmal. Das heißt, der ist jetzt noch ein bisschen geiler. Ich meine, oh, ja, die können wir auch. Hier, die ist nicht mehr da. Ich glaube, Waffen hier aufwerten, das haben wir erst vor ein, zwei Folgen gemacht, also. War hier eigentlich noch irgendwas weiter? Ne, hier war einfach nur Ende. Okay. Ne. Dann. Mich würde jetzt interessieren. Hä? Was ist jetzt mit Zellen los? Und vor allen Dingen, was mich noch interessieren würde. Ja, hier ist sie einfach nicht mehr. Okay, soweit so expected. Aber was ist jetzt mit ihrem Körper los? Ist der jetzt tot oder können... Na, wir können den wahrscheinlich nicht resurrecten, oder? Weil der tote Körper würde ja immer noch an das Ding gefesselt sein. Entsprechend würde das, glaube ich, nichts bringen. Endlich kann ich zurückkehren zu unserer Heimat. Güldengoldene Strahlen. Turm der Rückkehr. Wenn der hier heißen würde, Turm der Wiedergeburt oder... Was, haben wir nicht irgendwann mal irgendwas... Irgendwie die... Kirche der Wiedergeburt ist aber nicht die hier, oder? Eine Kirche der Gelübde. Ich bilde mir ein, wir haben auch einmal eine Kirche der Wiedergeburt oder sowas gefunden. Boah, wo waren die Wenn dann? Das ist eine sehr gute Frage. Zweite Kirche? Nee. So, Kirche der Wiedergeburt. Haben wir die nicht mal gefunden irgendwo? Ich war, das ist... Nee. Kirche der Wiedergeburt war aber auch... Nee, die erste war die dritte Kirche. Die erste war die dritte Kirche, genau. Schwelende Kirche? Nee, vielleicht haben wir doch keine Kirche der Wiedergeburt gefunden. Oh, ich habe eine Idee. Ich dachte zuerst, vielleicht müssen wir den Typen mit Zelit, der hier von... Ja, du bist mir jetzt am Sack. So. Who the fuck are you? Ah, well met. I hardly expected to see the champion of the festival here, of all places. You didn't know Selen, did you? Well, whatever the case, she's dead now. Just put it behind you. She was known as the Graven Witch. Obsessed by the primeval current, countless sorcerers fell to her hand. The most dangerous mage in the entire history of Rhea Lucaria's academy. Wir kennen den, soweit ich weiß, aber ich weiß nicht mehr, wer das genau war. Das war nicht der, Pontiff ist das nicht das richtige Wort, aber nicht, sagen wir mal, der Pontiff von Schloss Rotmähne, oder? Woher kennen wir den? It is strange, though. The woman, she was like a husk. Her soul already fled. I suspect Selen lives on elsewhere. I'm sure she'll turn up eventually in another body. A sickening thought, but one that won't stop gnawing at me. Oh, vielleicht sehen wir den jetzt auf der Minimap. I suspect Selen lives on. I'm sure a sickening. Oh doch, es ist Castellan Jaren. Genau, Castellan ist mir nicht eingefallen. Es ist sehr. Dann hat meine Intuition nicht ausnahmsweise mal nicht getäuscht. So, meine Idee war es, einerseits hier zu dem weisen Gauri zu gehen.
Aber was ich glaube, was noch viel sinnvoller wäre, wäre, welche von... Nein, das nicht, auf jeden Fall, das auch nicht. Ich glaube von... von wo denn jetzt? Schulklassen... Doch, von Schulklassenraum. Nein, nämlich den einen Typen, den wir hier reingebracht haben. Dass wir den verwenden. Wir haben hier noch das Item, vielleicht. Das Item gibt aber keinen Aufschluss darüber, glaube ich jetzt. Es wird wahrscheinlich auch ein Key-Item sein. Eine von diesen Dingern wird es sein. Ich weiß gerade nicht welche. Hier, Selens Ruhestimmerstein. Selens Körper. Neuen Körper eingepflanzt, nachdem der ursprüngliche Körper gestorben ist, wird der Zauberer wieder auferstehen. Und das ist halt ein Typ, der sehr demonstrativ quasi nur dafür da war, kurz da zu sein und zu verrecken. Entsprechend. Aber wir machen die kurz platt. Damit die uns nicht am Sack gehen, während wir vielleicht hier was machen. Kann ich den jetzt vielleicht verwenden hier einfach? Normalerweise sollte ich jetzt wahrscheinlich damit interagieren können, aber theoretisch, nee, nutzen geht nicht. In dem, also der klappt nicht. Das war meine erste Idee. Irgendein random Händler wird es nicht sein, nehme ich mal stark an. Rani... Selovis, aber... Oh doch, theoretisch könnte es Selovis sein, oder? Ja, der Diener wahrscheinlich nicht. Schau mal, vielleicht ist es Selovis. Wenn nicht... Glaube ich, weiß ich nicht mehr, wer es sein könnte. Hier runter. Ich überlegte gar nicht. Ja, theoretisch könnten wir zu Ichi gehen, aber... No. I'm part of her very being. I could never betray her. No matter what might happen. Rani. She needs me. Das ist Blade! Wir haben ihn doch noch gefunden! Ich wollte ihn nicht mal finden! Hat das was damit zu tun, dass wir Selen geholfen haben? Weil die war auch Zauberin, wie Garni. Bin verwirrt ein bisschen, aber... Der wird irgendwas damit zu tun haben, aber... Was? Was? Blöde Halbwolf. Am Arsch. Ich hoffe, wir müssen den nur wie bei... Nur ganz so ein bisschen anschubsen. Okay. Alter, Blade hat aber viel Leben. Das war ein bisschen weird, aber okay. Ah, es war zu früh gewollt, dammit. Wie gesagt, ich hoffe inständig.
dass wir Blight nicht ganz töten müssen. Schaut aber so aus. Königliches Großschwert, Blades Rüstung, Stulpen und Beinschutz. Als Gedenken an ihn tragen wir das jetzt für die nächsten ein, zwei Folgen. Weil ich suche den so lange und dann muss ich den umbringen. Das ist so ein Bullshit. Es war einer meiner liebsten Charaktere in dem Spiel bis jetzt. Großschwerter sind, glaube ich, weiter oben. Riesenschwert, Großschwert, hier. Großschwert des der Getreuen, das ist es so. Nee. Welches war es denn? Nicht Dunkelmond Großschwert. Königliches Großschwert oder Wolfsangriff, ja. Die bevorzugte Waffe von Blade dem Halbwolf. Um dem Schicksal zu trotzen, mit dem er geboren wurde, schwor Blade auf ewig nur Rani zu dienen. Kaum hatte er den Schwur geleistet, hüllte sich sein Schwert in eisige Magie. Okay, jetzt bin ich jetzt ist es kein optionales Ding mehr mit Ding zu reden mit EG, dem Kriegsstrategen, dem Schmied. Achso. Ich denke mal schon, what the fuck. Gut. Ist es gefühlt auch nebliger als sonst? Selovis! Ah, ne, ich kann hier Sachen tauschen gegen die Sachen. Ich will die Puppe, die ihr erhalten wollt. Ich will gar keine Puppe erhalten. Ich will den wiederbeleben als Rani, als Selen. Das ist jetzt doof. Okay, jetzt auf jeden Fall, EG. Vielleicht hat der auch irgendeine Idee. Das ist doch jetzt Absicht, dass das jetzt genau in dem Ladebildschirm passiert. Ob er uns jetzt für Blight hält. Greetings, my fellow. Oh, Blight's tot. Unthinkable. How could Blight? How did he break free from his cell? No. More importantly, Blight became a curse that plagued Lady Rani. Yet, even in madness, gave himself to her. I've made a grave misjudgment. And I thought myself a capable war counselor. I'll catch up with you soon enough, Blythe. When I do, I only hope you'll accept my apology. No, okay, nee. Ja gut, aber wir können tatsächlich bei dem noch was verstärken. Was ist intelligenter? Ich würde sagen, das Schild, oder? Den nehmen wir auch nochmal mit. Alright. Moment, aber er hat gesagt, wir werden uns bald wiedersehen. Ich möchte jetzt eine Sekunde schauen, ob der jetzt tot ist. Er hat gesagt, wir werden uns bald wiedersehen. Wenn dieser jetzt tot oder kämpfen wir jetzt auch gegen den? Oh! Oh, holy shit, das habe ich jetzt erst gesehen. Der hat sich selbst irgendwie so den Kopf abgeschlagen. Alter, what the fuck geht denn jetzt ab?
Hier ist auch so ein Dude. Das sind die Assassinen der Schwarzen Klinge, soweit ich weiß. Alter, ich will mir so unbedingt, wenn ich das hier durchgespielt habe, Vatis Videos dazu anschauen. What the fuck, einfach nur. Igis Clark-Perle und der Spiegelhelm. Okay, dann laufen wir auf jeden Fall jetzt die nächsten paar Parts oder was so rum. Wo ist der Spiegelhelm? Hier. Okay. Okay. Blade haben wir töten müssen. Er ist jetzt hier einfach so tot. Gab's außer Rani noch jemanden, der mit der ganzen Sache was zu tun hatte? Ich wollte eigentlich nur Selluvis versuchen, also mit Selluvis wieder zu beleben. Gibt's denn irgendjemanden, der... Wir bräuchten halt jemanden, der wie Selluvis und der Typ in der Akademie halt tot ist. Aber wer? Wir brauchen irgendwen, der tot ist. Und den wir... Okay. Letzte Idee von mir ist Gauri. Wenn nicht, könnte es sein, dass wir die Person, die wir brauchen, noch finden. Irgendwann in Zukunft. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich den Weg hier runter überlebe. Ja, genau, nicht so. Oh ja, Marikas Pfeil, das war ja, weil ich dort unten gestorben bin. Oh, nein, oh. Wobei, ich spawne jetzt zwar hier ohne meine ganzen Runen, aber über ein Level liegt jetzt da oben. Und mit ein bisschen Glück... Oh, wir können mit ihm über Millicent reden. Okay. Das wollte ich eigentlich nicht, aber der war auch halt ein Zauberer, also... Wie können wir Selen denn wiederbeleben? Vielleicht finden wir ihn Lindell oder was. Vielleicht können wir den Körper von dem roten Dude, der gesagt hat, tötet oder befreit meinen Körper, was vielleicht eh dasselbe ist, vielleicht können wir den dann verwenden. Who knows? Oh, you noticed, did you? Indeed, Millicent did visit this hovel of a home. It seems the memories eaten away by the rotting sickness yet remain, but faintly. However, she has no need of me anymore. No, she must embark on her journey and stare her fate in the eye. I mustn't impede. As I've aged, I've found the best way to aid the young is to be forgotten. Ja, das ist richtig traurig. Aber okay. Na gut, dann holen wir unseren Stuff zurück. Dank PS5 sind die Ladezeiten noch deutlich angenehmer. Ich meine, wenig Vergleich zu der PlayStation 4 Variante. Jetzt fühle ich mich noch weniger schlecht, wenn ich relativ viel in der Folge mal schnell reise. Weil wir halt viel weniger trotzdem schnell reisen. So. Okay, ne, ich weiß nicht mehr, wer sonst... im Untergrund gab's auch keinen. Der Betrachter des Todes, der verlassen hält. Ne, da gab's aber nicht wirklich jemanden, der tot war. Ja, na, wobei hier, Thron des Todesprinzen. Vielleicht, nur so als Idee, der Todesprinz hat vielleicht irgendwas damit zu tun. So. Ha.
Wo kommt jetzt 4 auf einmal her? Ich habe nach 4 schon einmal gesucht. Ich dachte jetzt, wo wir mit Selens Urstein herkommen, spricht dieses riesige Vieh zu uns vielleicht. Ich bin höchst verwirrt. Ah, there you are. I knew you would come. What is it you intend? To deny us and our ways, like the dogmatic brutes of the Golden Order. You are an odd one. I am the guardian of those who live in death. They call me a foul and rotten witch. Yet you still wish to be held by me? Sterben wir jetzt? Ich wollte sie nicht angreifen, weil ich A, sehr viele Runen habe und B, ich nicht weiß, ich will ihre Quest nicht kaputt machen. Okay, jetzt haben wir... Oh, Geheimsprecher. Have you ever seen a Hallowbrand? When the first of the demigods died, his flesh was marked with the half-wheel wound of the centipede. Godwin's Hallowbrand has since been recovered at the Round Table Hold. But there is another Hallowbrand out there somewhere, and I must find it before the time comes we receive our Lord. When Godwin died, but another Exendi must find before the time comes, my hands will be dirtied once more by the deed. Will you still let me hold you, even then? Wir haben... Moment kurz. Wir haben... Okay, das schaue ich jetzt nach. Nicht, dass wir irgendwie der das geben und dann haben wir Game Over oder irgend sowas. Wie das Shura-Ending halt in Sekiro. So, muss man vorsichtig sein, weil... Wir können uns auch nur halten lassen. Okay, wir geben erstmal unseren Stuff aus und schauen uns das an. Das wird wahrscheinlich ein Key-Item sein. Fluchmal des Todes. Das Fluchmal von Mondprinzessin Ranis abgelegtem Fleisch. Fluch des Saatbetts. Okay. Vom Dunkelfresser Getöteten. Zwei Hälften geteilt. Ran über die erste der Halbgeister. Beim Prinz des Todes starb hingegen nur die Seele. Okay. Ich habe jetzt irgendwie ein bisschen Angst. Ich werde mal nur schauen, bis zum nächsten Mal im Internet, ob wenn ich das jetzt mache, wir quasi wie das Shura-Ending im Insekiro, sage ich ständig, einfach instant haben, jetzt ist vorbei. Quasi, du hast das Spiel irgendwie so halb unterbrochen. Ich kann nicht aufleveln, am Arsch. Das machen wir jetzt aber noch. Weil das würde ich dann ungern. Ich würde es gerne dir geben, aber wenn ich dadurch halt mich aus der Hälfte des Spiels aussperre, dann eher nicht. Von daher würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wollte eigentlich heute nur Seelen wiederbeleben, nachdem wir das Rätsel gelöst haben von dem Dings. Und dabei machen wir ganz weirden Shit. Wir reden mit Gauri über die Ding. Treffen Castellan Jaren da. Dann der Dude. Blade und der Dude. Alter, what the fuck? Irgendwie passiert in den letzten 3 Folgen alles Storytechnische, was ich jemals gedacht habe, was passieren kann. The fuck einfach nur. Und ich wollte eigentlich nur hierher und wurde dann gesidetrackt auf diesen ganzen Weg um den Vulkan herum. What the fuck einfach nur. Ich wollte eigentlich nur das hier erkunden und dann habe ich mir gedacht, gehen wir erstmal kurz da lang und schon sind wir in allem anderen verschreckt. Das ist zwar saugeil, aber auch ein bisschen frustrierend und ein bisschen weird.
Na gut, ich würde aber sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und falls das kein Game Over ist, machen wir das beim nächsten Mal. Bis dahin sage ich, tschüss, Leute.